Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dem ersten Teil einer Serie über No Limits 2 Scripting, in der wir lernen wollen, ein einfach zu benutzendes, mitgeliefertes Hilfspaket zu verwenden, um unsere Bahnen von Block zu Block fahren zu lassen, wie wir das gerne hätten. Das heißt nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts oder mal über die Grenzen einiger Weichen hinweg. In diesem ersten Teil werden wir erstmal nur auf die grundlegendsten Sachen eingehen, ein paar Hintergrundinformationen liefern, so dass ihr auch komplett ohne irgendwelche Vorkenntnisse in den nächsten Teilen die Schritte auch aktiv mitverfolgen könnt und im besten Fall auch Spaß daran habt, ein wenig selbst damit herum zu experimentieren. Für diesen ersten Teil betrachten wir einfach mal eine einfache Demo-Strecke, die aus nichts weiterem besteht, außer aus einer Station, einem Lift, einer Bremse und hier ist noch ein Transportsegment drin, damit der Zug eben wieder zurück zur Station kommt. Weil man das im Eifer des Gefechts auch mal schnell vergessen kann, stellen wir nun als ersten Schritt den Coaster in den Scripted Operation Mode. Wechselt man dann wieder zurück in die Simulation, wird man feststellen, nun fährt die Bahn einfach nicht mehr. Schaut man sich dann aber auch mal die Blöcke an und versucht die Bahn im Manual Block Modus zu bewegen, wird man feststellen, dass die Bedienknöpfe für die Blöcke überhaupt nicht mehr sichtbar sind. Die Bahn lässt sich erstmal nur im Full Manual Mode bedienen. Das kann man übrigens mit einem Blockskript auch gar nicht richtig verhindern. So, wie geht es ab hier nun weiter? Manch einer von euch hat vermutlich noch überhaupt gar keine Idee, was so ein Skript ist und was man dafür braucht, um das zu erstellen. Im Grunde ist so ein Skript erstmal nur eine ganz gewöhnliche Textdatei. Erstellt diese erstmal bitte einfach nur direkt neben eurem Park ohne einen Unterordner oder so etwas. Damit man die in No Limits aber als Skript auswählen kann, muss man darauf achten, dass die richtige Dateiendung verwendet wird. Standardmäßig zeigt der Windows Explorer das bei bekannten Dateitypen gar nicht an. Dann muss man das erstmal in den Optionen einstellen. Nun sieht man neben dem eigentlichen Dateinamen noch ein .txt, das ist in dem Fall die Dateiendung für eine Textdatei. Wenn ihr eine etwas ältere Windows-Version verwendet, dann sucht doch einfach mal bei Google, da findet ihr haufenweise Anleitungen, wie ihr das für eure jeweilige Version einschalten könnt. Damit No Limits 2 die Datei nun als Skript erkennt, muss die Dateiendung in .nlvm für No Limits Virtual Machine geändert werden. Auch der eigentliche Dateiname darf nicht komplett beliebig sein. Es darf zum Beispiel kein Leerzeichen drin vorkommen, auch darf er nicht mit einer Zahl anfangen und es dürfen bis auf einen Unterstrich keine Sonderzeichen vorkommen. Achtet auch besonders nochmal darauf, dass ihr auch nach dem Dateinamen kein Leerzeichen einfügt und auch keins am Anfang. Gültige Namen werden nun zum Beispiel einfach klein geschrieben, MyScript oder mit einem Unterstrich getrennt. Es gibt aber eine Konvention, an die sich am besten immer jeder halten sollte. Bei der beginnt man einfach jedes Wort mit einem Großbuchstaben und trennt das dann eben nicht durch ein Leerzeichen. Somit wählt man auch immer ganz automatisch einen gültigen Namen. Noch ein bisschen besser ist es, statt einfach nur MyScript einen etwas aussagekräftigeren Namen zu wählen. Das hilft vor allem dann, wenn man mehrere Skripte oder Skriptmodule verwendet, damit man später nicht vor lauter komischen Namen den Überblick verliert. Ich nenne das Skript deshalb nun einfach mal Simple Block Script. Wenn ihr das dann bestätigt, lasst euch nicht von der Warnung verwirren. Die zeigt Windows einfach nur an, weil wenn man jetzt nicht wüsste, was man tut, man vielleicht Probleme hätte, seine Datei wieder zu öffnen. Da wir aber wissen, was wir tun, können wir das einfach bestätigen. Bei der Datei handelt es sich nach wie vor auch noch um eine ganz normale Textdatei. Wir könnten nun zum Beispiel einfach einstellen, dass wir die immer mit Notepad öffnen und darin unser Skript schreiben. Aber für solche Aufgaben gibt es deutlich bessere Texteditoren, die einen dann auch einen Haufen Arbeit abnehmen können. Davon gibt es schon fast unzählbar viele. Hier sind mal die Logos der mir bekanntesten eingeblendet. Die meisten davon sind auch ziemlich einsteigerfreundlich. Vor allem sind alle kostenlos, zumindest für nicht kommerzielle Zwecke. Die beiden Kandidaten Vim oder Emacs habe ich jetzt einfach mal nur der Vollständigkeit halber aufgelistet. Für komplette Neueinsteiger sind die nun aber erstmal wirklich nicht zu empfehlen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja mal ein paar davon angucken. Ich werde in dieser Videoreihe hauptsächlich Notepad++ benutzen. Das ist aber nur eine reine Geschmacksfrage. Für das, was wir jetzt vorhaben, können die eigentlich im Grunde alle das Gleiche.
Als nächstes können wir doch einfach mal unsere Skriptdatei dem Coaster zuweisen. Mal sehen, was passiert, wenn wir dann den Simulator starten. Falls ihr noch nie ein Skript irgendwo in No Limits zugewiesen habt, beachtet einfach erstmal das Feld Class Path nicht und wählt in Script Class einfach unsere Skriptdatei aus. Auf das Feld Class Path können wir mal in einem späteren Teil noch zu sprechen kommen. Das tut zum Konfigurieren der Blockhelfer-Klasse erstmal nichts zur Sache und würde an dieser Stelle vom Wesentlichen noch zu sehr ablenken. So, mal schauen, ob der Coaster jetzt schon fährt. Na, was meint ihr? Kann das schon irgendwie sein? Nee, was wirklich passiert? Oh je, was ist das? Roter Text? Hilfe? Eine Fehlermeldung? Oh nein, haben wir jetzt irgendwas kaputt gemacht? Wird gleich der Computer abstürzen oder sowas? Nee, keine Sorge, ich habe natürlich den Fehler mehr oder weniger mit Absicht gemacht, um euch mal zu zeigen, was passiert, wenn in so einem Skript mal irgendwas nicht stimmt. Ihr bekommt dann so eine lustige Fehlermeldung in dem Konsolenfenster in No Limits angezeigt. Da sehen wir zum Beispiel, dass das jetzt unser Skript simpleblockscript.nlvm betrifft und in Zeile 1 ist halt irgendein Fehler, der heißt Syntax Error. Damit kommen wir auch quasi schon zum nächsten Punkt, denn wie ihr vielleicht schon vermutet habt, kann man in so ein Skript natürlich nicht irgendeinen Text schreiben, auch wenn es sich dabei technisch um eine reine Textdatei handelt. Wir müssen darin schon eine richtige Programmiersprache benutzen. Und da diese Maschine vor euch ziemlich blöd ist, muss man sich dabei ziemlich diszipliniert an gewisse Regeln halten. Das heißt, man darf bestimmte Dinge nur in einer gewissen Reihenfolge schreiben. Das ist dann die sogenannte Syntax. Und wenn man das eben nicht tut, weiß der blöde Kasten vor euch eben nicht mehr, was er tun soll. Immerhin erkennt er, dass ihr irgendwas Komisches eingegeben habt, was er jetzt nicht erwartet. Das ist dann eben der Syntaxfehler. Wie denn nun so die generelle Struktur eines solchen Skriptes aussieht, wird das Thema der nächsten Minuten sein. Ihr müsst das jetzt auch gar nicht mal unbedingt mitmachen, sondern lehnt euch doch mal zurück, schaut euch das mal an, lasst euch das erklären. Ihr müsst euch dazu jetzt auch überhaupt nichts aufschreiben oder sowas oder euch das irgendwie versuchen zu merken. Denn ihr könnt euch das dann später quasi als Vorlage irgendwo abspeichern und immer wieder verwenden. Denn um diese Blockhelper-Klasse zu konfigurieren, ist das auch nicht notwendig, das irgendwie voll zu verstehen. Aber wenn ich das jetzt erkläre, denke ich, hilft das doch dem ein oder anderen, dass er so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was man da eigentlich genau tut. Und ihr werdet nun auch endlich sehen, was denn an diesem komischen neuen Texteditor so viel besser sein soll als an dem Notepad. Als erstes müssen wir quasi einen Bereich definieren, in dem das NoLimits-Skript ausgeführt wird. Dazu schreiben wir erstmal die Schlüsselwörter public, class, gefolgt von unserem Skriptnamen, allerdings nicht wieder irgendwie geschrieben, sondern der muss haargenau so geschrieben werden, wie auch der Dateiname geschrieben wurde. Leerzeichen schreiben geht ja sowieso nicht, aber wir können jetzt hier auch nicht einfach Unterstriche verwenden oder alles klein schreiben, sondern man muss ganz penibel darauf achten, dass alles exakt gleich geschrieben ist. Und danach folgt noch eine Angabe, die der Script Engine mitteilt, dass wir nun den Teil eines Skriptes schreiben, der von No Limits ausgeführt werden kann. Zu guter Letzt schreiben wir noch eine offene, geschweifte Klammer. Und wer das in Notepad++ tut, wird feststellen, dass automatisch eine geschlossene Klammer hinterher erstellt wird. Das nimmt uns schon mal ein klein wenig Arbeit ab, das würde Notepad zum Beispiel nicht tun. Diese Klammer mag im ersten Moment vielleicht ein wenig kryptisch aussehen, alles was aber innerhalb dieser Klammer steht, ist dann einfach das, was zu unserem Skript gehören wird. Wie ihr vermutlich schon seht, markiert Notepad++ diese Klammer auch automatisch rot. Das macht es deswegen, weil da quasi schon eingestellt ist, dass diese Klammer Teil der Programmiersprache ist. Wie ich gerade ja schon angedeutet habe, ist das, was wir geschrieben haben, quasi in mehrere Bereiche aufgeteilt und man muss dafür gewisse Schlüsselwörter benutzen. Diese Schlüsselwörter kann nun Notepad++ auch automatisch farbig markieren. Das Programm kann also die Syntax der Programmiersprache hervorheben. Die No Limits 2 Scripting-Sprache ist ziemlich ähnlich wie Java. Deshalb können wir hier einfach als Sprache Java auswählen. Die Schlüsselwörter werden dadurch in unterschiedlichen Farben hervorgehoben.
Das ist dann schon mal eine der Hilfen, die wir nur mit Notepad++ oder anderen Editoren haben, die man eben mit Notepad alleine nicht hätte. Das Ziel dieser ersten Reihe ist es ja, erstmal nur eine Block-Hilfeklasse zu konfigurieren. Diese Hilfsklasse nimmt uns die eigentliche Programmierarbeit beim Block-Skripte-Erstellen ab und sie ist Bestandteil von NoLimits 2, muss aber aus dem Programmverzeichnis erst einmal in unser Parkverzeichnis kopiert werden. Wenn ihr die Steam-Version von NoLimits 2 benutzt, könnt ihr das Programmverzeichnis einfach über das Feld Browse Local Files öffnen. Dort findet man im Ordner Park den Script Park und darin befindet sich der Ordner Block Helper. Diesen kopieren wir einfach in unser Parkverzeichnis. Für das NoLimits 2 Skript ist dieser Ordner nicht nur ein normaler Ordner, sondern der ist ein sogenanntes Paket. Denn wenn man mal in den Ordner schaut, wird man feststellen, dass darin mehr oder weniger auch NoLimits 2 Skriptdateien zu finden sind. Die kann man jetzt aber nicht wie unser Skript einfach auf eine Bahn oder ein Szenerieobjekt setzen, sondern die können von anderen Skripten verwendet werden. Psst, wir können ja mal einen kleinen Blick da rein riskieren. Da werden wir ja jetzt erstmal von Text und irgendwelchen Symbolen und was weiß ich nicht erschlagen. Das jetzt alles irgendwie zu verstehen, ist jetzt aber ja gar nicht unser Ziel. Ich will euch jetzt erstmal zeigen, wie man dieses Paket benutzt. Damit unser Skript all diese anderen Skriptdateien kennt, müssen wir ihm erstmal mitteilen, dass es die importieren soll. Und die Anweisung dafür lautet Import. Danach schreiben wir einfach wieder ganz genau so, wie der Ordner heißt, blockhelper.stern und schließen das mit einem Semikolon ab. Der Stern bedeutet einfach, dass alle Skriptdateien aus dem Ordner importiert werden. Das könnten wir jetzt im Prinzip so stehen lassen, das würde der Computer erkennen, aber es ist einfach wesentlich übersichtlicher, wenn wir das durch ein paar Leerzeilen etwas von dem anderen Teil abtrennen. Wir könnten auch unser Skript unter Teilen abtrennen, wie wir lustig sind. Das würde den Computer überhaupt nicht interessieren, aber wenn wir das ordentlich nach festen Regeln machen, erleichtert das uns ungeheuerlich das Leben, weil das Skript so einfach wesentlich übersichtlicher bleibt. Also macht da keine großen Experimente, sondern macht das einfach so ungefähr, wie ich das jetzt hier gleich zeigen werde. Durch die dadurch gewonnene Übersichtlichkeit machen wir uns das Leben einfach nur ein bisschen einfacher. Was uns die ganze Sache auch noch ein wenig einfacher macht, ist es, wenn wir uns möglichst viel Schreibarbeit sparen. Das geht zum Beispiel, wenn man versucht, möglichst zu vermeiden, Dinge immer und immer wieder neu zu schreiben. Deshalb verwenden wir einfach nochmal gleich den Import-Befehl und importieren aus dem Paket COM das Paket NoLimits Coaster. Mit dem Stern wiederum importieren wir sozusagen alle Skriptteile, die in diesem Paket vorhanden sind. Diese Pakete brauchen wir auch nicht in unser Parkverzeichnis kopieren. Das ist quasi fest in die Script Engine eingebaut und enthält alles, was wir quasi in NoLimits 2 mithilfe eines Skriptes verändern oder abfragen können. Es enthält außerdem sozusagen die Grundlage für unser Skript selbst, also das, was wir vorhin nach dem Schlüsselwort Extents geschrieben haben. Deshalb können wir, wenn wir dieses Import geschrieben haben, dort und sonst überall, wenn wir darauf zugreifen, das com.nolimitscoaster weglassen und sparen uns somit Schreibarbeit. An dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass NoLimits 2 Änderungen natürlich nur mitbekommt, nachdem die Datei gespeichert wurde. Manche Editoren machen das sogar automatisch, in Notepad++ muss man das allerdings immer wieder selbst von Hand machen. Ich würde vorschlagen, wir probieren doch jetzt einfach mal aus, ob das Skript nun ohne Fehlermeldung startet. Gerade am Anfang empfehle ich euch, dass ihr das auch öfter mal macht, denn wie wir gesehen haben, wird uns NoLimits schon mitteilen, wenn irgendwo ein Fehler gemacht wurde und dass man sich mal vertippt oder irgendein wichtiges Symbol weglässt, passiert auch mit jahrelanger Programmiererfahrung noch recht häufig. Da ja aber sowieso so gut wie jedes Programm, das eine Programmiersprache versteht, das auch automatisch feststellen wird, lohnt es sich auch gar nicht, sich jetzt übermäßig darauf zu konzentrieren, da nicht irgendeinen Fehler zu machen. Stattdessen ist es häufig einfach wesentlich schneller und einfacher, es einfach mal öfter zu starten, um zu schauen, ob man nicht irgendwo doch einen kleinen Fehler gemacht hat. Och, was ist das denn jetzt schon wieder? Jetzt meckert NoLimits schon wieder wegen irgendwas rum. Diesmal ist das aber nicht rot, das ist nur orange. Da steht auch ganz am Anfang Warning. Das ist also nur eine Warnung. Das heißt, unser Skript arbeitet im Prinzip nun richtig.
No Limits warnt uns aber nur, hey, ihr habt hier zwar irgendwas aus der Block-Helper-Klasse importiert, ihr benutzt das doch aber noch gar nicht. Das könnten wir jetzt auch erstmal einfach so drin lassen. Nur wenn ihr mal euren Park komplett fertig gemacht habt und ihr dann noch immer solche Warnungen habt, dann solltet ihr sie wirklich entfernen. Denn das ist doch einfach nicht schick, wenn man einen Park startet und man erstmal mit irgendwelchen Warnungen bombardiert wird. Das bringt mich jetzt noch auf ein weiteres grundlegendes Thema in Sachen Skripten zu sprechen. Und zwar, wie wir trotzdem in so eine Textdatei irgendeinen Text schreiben können, der von NoLimits einfach ignoriert wird. Das nennt man dann einen Kommentar und man teilt der NoLimits 2 Scripting Engine mit, dass die nächste Zeile einfach nur ein Kommentar ist, indem man diese mit zwei vorwärts gerichteten Schrägstrichen beginnt. Wie ihr sehen könnt, erkennt unser Texteditor das auch gleich wieder und markiert einfach den gesamten Kommentar in grün. Mit diesen zwei Schrägstrichen geht der Kommentar immer über die komplette Zeile. Wir müssen also jede Zeile einfach wieder mit solchen doppelten Schrägstrichen beginnen, wenn wir darin solch einen Kommentar schreiben wollen. Auch hier kann man sich wieder Arbeit sparen, denn es gibt noch eine andere Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Dafür beginnen wir den Kommentar mit einem Schrägstrich gefolgt von einem Stern und markieren das Ende mit einem Stern gefolgt von einem Schrägstrich. Somit können wir auch längere Texte über mehrere Zeilen schreiben, ohne jedes Mal vorne dran einen doppelten Schrägstrich erstellen zu müssen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie kam der denn jetzt von der Warnung irgendwie auf die Kommentare zu sprechen? Ja, der Grund ist ganz einfach, man kann einfach Kommentare auch dafür benutzen, um irgendwelche Teile im Programmtext zu deaktivieren. Denn wie schon gesagt, wird einfach alles, was ein Kommentar ist, komplett von der NoLimits 2 Scripting Engine ignoriert, als würde es überhaupt nicht in der Textdatei drinstehen. Dazu sagt man dann auch Auskommentieren einer gewissen Zeile. Und das ist eine sehr beliebte Technik, wenn man einfach mal kurz irgendwas ausschalten möchte oder verändern möchte, aber der originale Text trotzdem noch in der Datei drin stehen bleiben soll. Das habe ich jetzt hier einfach mal gemacht, um die Importanweisung für die Blockhelper-Klasse erstmal auszuschalten, sodass wir auch jetzt beim Simulationsstart keine Warnung mehr angezeigt bekommen. Damit wir in so einem Skript jetzt aber auch irgendwie auf NoLimits 2 zugreifen können, in unserem Fall jetzt gleich eben mit Hilfe des Block-Helper-Paketes, muss in unserem Skript auch noch ein gewisser Bereich erstellt werden, bei dem das Skript anfängt zu arbeiten. Das muss eben in unser geschweiftes Klammerpaar geschrieben werden. Dafür können wir uns erstmal ein wenig Platz schaffen. Und auch Notepad++ kennt das schon und hilft uns ein bisschen automatisch, das etwas übersichtlicher anzuordnen. Die schließende Klammer ist nun automatisch nach unten gewandert und Notepad++ hat uns auch den Text automatisch mit einem Tab-Stop eingerückt. Nun können wir hier also wirklich den Startbereich des Skriptes definieren. Auch das jetzt im vollen Umfang zu verstehen, ist gar nicht unser Ziel, aber ihr wisst so, was dieser Bereich im Wesentlichen bedeutet. Das beginnt wieder erst mit zwei Schlüsselwörtern, public, bool, gefolgt von einem Namen. Der kann jetzt aber auch nicht irgendwie gewählt sein, der muss immer onInit heißen. Die Syntax verlangt, dass danach nun ein paar runde Klammern erscheint. Die sind natürlich auch für irgendwas gut, aber in diesem Fall müssen die einfach leer bleiben. Auch hier ist es extrem wichtig, genau die gleiche Schreibweise zu benutzen. Man kann jetzt also nicht das i aus Versehen klein schreiben. Und zu guter Letzt folgt wieder unser geschweiftes Klammerpaar. Alles, was darin steht, gehört nun zu diesem Bereich, den wir gerade erstellt haben. Der darf diesmal sogar gar nicht leer bleiben. Da muss noch was reingeschrieben werden, was aus zwei Schlüsselwörtern besteht. Das heißt return true, gefolgt von einem Semikolon, um das abzuschließen. Diese Zeile wird deshalb benötigt, um NoLimits mitzuteilen, dass unser Skript nun immer wieder neu aufgerufen werden kann. Hier können wir dann gleich nach dem gleichen Schema Anweisungen schreiben, die dann auch tatsächlich was mit NoLimits 2 machen. Das heißt, man hat also immer eine Anweisung, gefolgt von einem Semikolon. Der Übersichtlichkeit wegen schreiben wir solche Anweisungen immer in eine neue Zeile. Die Anweisung Instruction habe ich mir jetzt einfach nur ausgedacht, um euch das mal zu symbolisieren. Eine richtige Anweisung, die NoLimits 2 auch wirklich versteht, lautet System. .out.println für println, da braucht man auch wieder solche runde Klammern
und dann das abschließende Semikolon. Zugegeben, so richtig spektakulär ist das, was wir damit machen können, noch nicht. Wir können damit aber dafür sorgen, dass No Limits 2 den Text, den wir nun innerhalb der Klammern schreiben, in die Konsole ausgibt, so ähnlich wie das bei den Warnungen automatisch passiert. Da kann man den Text jetzt auch nicht einfach so schreiben, weil das auch kein Programmtext ist. Es ist aber auch kein Kommentar. Deshalb schreiben wir den Text in Anführungsstrichen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal einen Text, der euch dann zeigen wird, dass das Skript läuft. Und zwar Script has started mit einem Ausrufezeichen. Hier kann man jetzt Sonderzeichen verwenden, wie man möchte. Nur mit den Anführungszeichen muss man aufpassen. Schreibt diese jetzt einfach erstmal nicht, wenn ihr damit ein bisschen herumspielen wollt. Speichern nicht vergessen. Und wenn wir nun die Simulation starten, dann mit der Konsolentaste die Konsole einblenden. Tada! No Limits hat uns tatsächlich unseren Text in die Konsole geschrieben. Wie ich schon sagte, wird das Skript wegen unserer Return-True-Anweisung nun auch immer und immer wieder aufgerufen. Wir sehen das allerdings nicht, weil wir noch nicht einen anderen Bereich definiert haben, in dem wir festlegen können, was dann dort geschehen soll. Der Bereich hat auch wieder eine ganz ähnliche Struktur wie unser OnInit-Bereich. Das Schlüsselwort bool heißt hier allerdings void. Dieser Bereich heißt nun onNextFrame. Und hier teilt uns NoLimits 2 auch gleich noch was mit. Das schreiben wir in die Klammer hinein. Das ist dann quasi die Zeit, die benötigt wurde, bis das Skript wieder aufgerufen wurde. Dazu könnte man aber in einem anderen Teil wesentlich mehr erzählen. Für die Blockhelper-Klasse brauchen wir das auch erstmal gar nicht weiter zu berücksichtigen. Was ich nur noch zeigen möchte ist, dass das auch tatsächlich jedes Mal aufgerufen wird. Dazu kopiere ich jetzt einfach die Anweisung, um Text auszugeben in diesem Bereich und ändere den Text ein wenig in, Script is running, so dass der sich ein bisschen von dem anderen Text unterscheidet. Starten wir die Simulation wieder und schauen wir mal, was passiert. Ja, wir sehen jetzt hier haufenweise Script is running im Konsolenfenster. Aber wenn wir da mal drin rumscrollen, dann merkt man, das springt immer wieder nach unten. Auch wenn man da was markiert. Das hat einfach den Grund, dass jetzt das immer wieder neu geschrieben wird. Nochmal langsam von vorne. Ich drücke dann auch gleich mal Pause, dann können wir das mal ein bisschen besser angucken. Aha. Jetzt stopp. Wenn wir jetzt mal hochscrollen, sehen wir, dass wirklich hier jedes Mal Script is running geschrieben wurde. Nur ganz am Anfang steht Script has started. Die restlichen Anweisungen kommen dann aus dem Teil, der immer wieder aufgerufen wurde, bis ich eben die Simulation pausiert habe. So, in diesem Teil haben wir nun gesehen, dass so ein Script im Grunde erstmal nur eine ganz normale Textdatei ist. Wir haben aber auch schon einen ersten Eindruck davon bekommen, dass es sich lohnt, einen etwas erweiterten Texteditor dafür zu benutzen, der einem eben das Leben ein wenig einfacher macht. Und zu guter Letzt haben wir gesehen, wie denn so eine grundlegende Skriptstruktur aussieht. Auch wenn wir noch nicht alles in vollem Detail verstanden haben, ist das doch, denke ich, hilfreich, wenn man zumindest eine Ahnung hat, was denn die einzelnen Bereiche, in denen wir dann in den nachfolgenden Teilen die Blockhelper-Klasse konfigurieren werden, genauer zu bedeuten haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, habt einen ersten Eindruck bekommen, wie man sowas angeht und freut euch schon auf den nächsten Teil, in dem wir dann tatsächlich mal eine Achterbahn mithilfe eines Programmtextes steuern werden. Bei Fragen, Problemen, was man vielleicht noch etwas besser erklären könnte, schreibt doch in die Kommentare, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen, lasst doch einfach ein Abo da, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss und viel Spaß am Schaltkasten!